Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute ist der 6.11. und wir sind hier gerade in Hamburg bei Luca Noel, Mike Leon. Dennis TJ. Ja, beim Cascadas. Und wir müssen jetzt noch. Ah ja, Noah Levy ist auch da. Ja. Noah Levy. Und der sieht den vergessen wir mal. Ja, ist echt. Und es ist zwar 17 Uhr, aber irgendwie haben wir immer noch keinen Einlass. Weißt du, ich will jemanden grüßen. Ich grüße Dino. Ach, das war nur Dennis. Das ist wieder. Okay. Das war jetzt Dennis. Dennis, falls du das willst, ich grüße Dino. Ich wollte sogar von Dumme. Wir haben gerade Barbie gesehen. Also falls ihr das seht, irgendjemand von euch. Wir warten, wir wollen reingelassen werden. Ja, uns ist kalt, wir wollen reingelassen werden. So, das. Willst du noch irgendwas sagen? Ich friere. Ja, ich auch. Du frierst. Ja, oh, meine Hände sind auch kalt. Willst du noch jemanden grüßen? Nein. Ich grüße meine Mutter. Ich so komisch. Ich grüße aus, meinen Vater, ich grüße, du grüße meine Mutter. Grüße meine und ich grüße Tanten, Onkel. Du jemanden grüßt. Alle. Du. Ich grüße alle Jackie-Fans. Ich weiß, wen ich grüße. Ich grüße die Mickey-Abis-Gruppe da. So, die Gruppe wird gegrüßt. Und wir wollen jetzt rein. Wir wollen rein, hallo. Oh, wir wollen rein. Luca, wenn du das siehst, lass uns rein. Jetzt. Ja, sofort. Schön. Jetzt ist schneidet sie ja dann, ne? Alles ja. Schön schneiden. Ich melde mich dann, wenn wir drin sind. Hola, was geht ab? Wir sind hier gerade beim Soundcheck. Und es sind schon mal ein paar Leute da. Geht's euch allen gut? Ja! Sehr schön, sehr schön. Sollen wir mal so anspielen? Ja! Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich eh nicht, das sind auf jeden Fall deutsche Songs und neue Songs. Soll ich den ersten machen? Gut, du darfst jetzt entscheiden, okay? Den ersten, den zweiten. Den mit Piano, so den letzten, also es gibt nachher ja noch alle, aber nicht in die Head spielen sollen. Nee. Anspielen. Nein, nehme ich noch nicht, dann muss ich jetzt. Mach doch jetzt. Mach den dritten. Den zweiten. Ich weiß, wenn ich das ist der dritte. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Aber nur ich kann nicht. Ja, egal. Du bist halt ein Opfer. Ist echt so. Fragst du dich, was das Leben bringt, wann die Sonne sinkt, hat es einen Sinn? Sind nur Produkte, egal wo auf der Welt, einmal richtig frei und direkt wieder angestellt. Hat es einen Sinn oder geht es nur geradeaus? Was kommt da jetzt danach und wie sieht die Zukunft aus? Ich will doch nur nach vorn, noch komm wieder zurück. Genieß den Augenblick und den Weg. Einmal nach vorne und wieder zurück. So wie das Leben seinen Lauf. Mal gehst du durch Dornen und mal hast du Glück. Manchmal weg ab und mal bergauf. Jetzt kommt Mike. Kann auch Dennis kommen? Ich mache ja ohne Gitarre. Nein, bei mir ist eigentlich alles okay. Von dem Monitor her lese ich so. Da links, rechts. Kurze Erklärung, das sind die Monitore, dann hören wir uns selber. Weil wir haben keine In-Ears. Mike. Ja? Lied? Eigentlich brauchst du. Fangen wir nachher. Weiß nicht. Ja, alles gut. Monitor ist perfekt. Du hast gelogen,
Gedanken bist du ständig nur bei mir. Tut mir leid, du liegst falsch, wenn du wächst, davon muss ich nicht verfehlen. Und ich komme gerade fresh auf den Beat rein. Willst du heute Stress? Komm, mach mal Freestyle. Wenn du die Töne wieder mal nicht triffst, hab ich ein weites Grinsen im Gesicht. Kommen wir zu euch, der Gummibärchenbande. Eure Namen in den Mund zu nehmen ist eine Schande. Ich habe alles für dich gemacht, sogar hinter fünf über gelacht. Und jetzt hast du's geschafft. Der große Lukas, er macht doch krass mit Social Media Management. Mit Leuten, die er nicht mehr kennt. Also Schluss mit Lustig, kommen wir zum Schluss. In eurem Game Management wird zu viel genutzt. Am Ende müsst ihr am besten alle den Namen schreien, weil dann kann ich nie was gesagt. Auch bei Mike. Ja, okay, so passt alles. Alles ready, gut. Oh mein Gott. This is all it takes. I ain't gone, struggling to pay rent. Long nights, strange men. They say she's in the cars, 18, stuck in her daydreams. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're born under the rubble hands. Cold meant for a couple grams, 'cause we don't wanna go outside tonight. In a party mission place to the motherland, sells love to another man. White lips, pale face, breathing in the snowflakes. Red lines, this is what it takes. He took me back to yesterday. Na 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 na. Das ist nicht voll. Was, ich kann den Beutel auch meinem Vater geben. Wo hast du deinen Beutel? Auch bei meinem Dad. Das kommt alles auf YouTube. Komm, du
jetzt bitte Musik, please. Musik. Viel lecker Rockstar, das ist Rockstar. Oh mein Gott. Ich oh mein Gott. Ja, ist schon, ne? Dass ich sehen kann. Aber ich kann immer nicht. Wieder weggestellt. Mike, das erinnert mich so an Mike. Ich kann den Text nicht. Ja, ich nicht. Ich kann das nicht, ich kann den Text nicht außer Rockstar. Ich kenne das nicht mehr so. Diesen Scheiß von dem Filter. Ich kenne dieses Lied. Ich bin Costa Rica. Das ist sexy. Und wenn du willst, dann komm mit Jetski. Insta-Story. Gleich hier ist mit von dir. Ja, also Cascadas, bestes Internet. Ich hab Internet, aber schlecht. Dieser Welt, sehe ich Gefühle wie für dich. Die werden stärker, seitdem wir zusammen sind. Ich würde den höchsten Turm erklimmen, durch tiefste Wasser schwimmen. Ängste überwinden, um dir diesen Song zu singen. Ihr lasst euch starken Gegner in die Knie zwingen, nur um bei dir zu sein. Du bist alles, was ich wirklich brauche. Brauchen kein Vermögen oder großes Haus. Alles, was wir brauchen, ist hier bei mir. Und jetzt bist du in meinen Armen. Liebe, du bist alles, was ich wirklich brauche. Brauchen kein Vermögen oder großes Haus. Alles, was wir brauchen, ist hier bei mir. Und jetzt bist du in meinen Armen. Yeah. Gib nun dich, dich, dich. Sei jetzt ehrlich, sag, vermisst du mich nicht? Ich schlag und keine Zeit für dich. Denn am liebsten wär ich nur bei dir, yeah. Für die ganze verdammte Nacht. Ich scheiße auf den Instagram-Mike. Kann man sich auch kaufen, wisst ihr Bescheid?
nicht bereit. Ich scheiße auf den Hype. Dafür war ich nicht bereit. Ich scheiße auf die Likes. Dafür war ich nicht bereit. Wo man sich mit Bars streitet und mit Bars beschießt. Und genau du, das hier ist kein Image-Rap. Alles, was ich sage, ist nur mal leider echt. Warte, bis ich den Engel nicht zerstöre, wo ich die Screens sah, war ich scheiße. Oh shit. Ihr macht auf eine Welt. Ist dir klar, wie lächerlich du dich entstellst? Sogar deine Fans lästern über dich, weil sie langsam sagen, du bist gar nicht geil, willst nur Klicks. Also komm mal klar auf deinen Erfolg, dass du dich selber bist, war das gewollt? Du machst deine Stream und dein Sex wieder hinten rum. Denkst du, deine Follower sind dumm? Du gehst leid, redest vor Vorbildfunktion. Machst auf, ich kann nichts dafür, Massenmanipulation. Dieser Text hier geht an dich, Lukas Giga! Was habt ihr gesagt? Auf jeden Fall, ich hab den nächsten Track habe ich jetzt gerade auch schon beim Soundcheck gemacht. Also da ist so eine coole Story hinter. Es gab da halt mal so ein Mädchen und das fand dieser Denno ganz toll. Ja, jetzt hört er mich eigentlich gar nicht mehr, aber egal. Auf jeden Fall, sie hat immer gesagt, Dennis, ich liebe dich über alles, du bist der Einzige. Oh mein Gott. Irgendwann, zwei Tage später, hat sie einen Freund. Wirklich, mit voll Elan drin, ne? Deshalb geht mal in die Situation vom süßen kleinen Denno, der mal verliebt war. Und deshalb, wir können gerne starten mit dem nächsten Track. Bist du mit einem Kumpel von mir, James und Bibi, leider heute nicht hier, aber trotzdem, mal wissen. Krass, du hast mich vergessen, tu mal nicht so, du warst von mir besessen. Jeden Tag von dir eine Nachricht, ich zeig dir für deine Fehler kein bisschen Nachsicht. Halt deine Fresse und behalt dein Wort, du hast gelogen, kam schon mal vor. Ferrari gegen Ford, ist ja ganz normal, jeden Tag in deinem Kopf, ich war die Qual. Sei lieber leise, bevor ich auspack, und dann pass auf, bevor es laut klatscht. Dein Freund sollte der sein, der jetzt aufpasst. Ich geb dir einen Laufpass, also rede nicht, ich rede nicht mit euch, die immer fragt, was für meine Kiste ist. Jedes Foto von mir hast du ausgedruckt, ich hab dagegen auf deine Hut gespuckt. Ja. Jede Nacht liegst du wach in Gedanken, bist du ständig nur bei mir. Oh, gib mir noch mehr Zeit, no, 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 ich bin noch nicht bereit. Oh, 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 gib mir noch mehr Zeit. Ich hol dich willkommen, immer noch Bro. Nimm mir Zeit, dann mach erstmal slow. Weiß nicht, hol dich willkommen, immer noch Bro. Nimm mir Zeit und mach erstmal slow. Ich bin noch nicht bereit. Wow, wow, wow. Gib mir noch mehr Zeit, no, 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 no. Ich bin noch nicht bereit. Wow, wow, wow. Gib mir noch mehr Zeit. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Okay, was geht ab? Hamburg? Okay.
Könnt ihr alle so die Taschen noch machen? Wer verreist sich? Geil, hab ich das gerade nicht. Hab viel gesehen und kann wie du. Alles so gleich, kann das nicht. Ey, meine Tasche, bitte, bitte, meine Tasche. Ich kann mich auch verlieren, ich verliere dich, vergiss jetzt nicht. Nein, mein Stadt Hamburg übertrieben krass. War nice hier zu sein. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja! Okay, nice. Jetzt geht mit dem Kabel. Okay. Dein nächstes Lied. Auf jeden Fall. Liebes Buch. Okay, könnt ihr alle mitsingen? Ja! Nice. Okay, was geht mit dem Kabel? Ja. Okay. Hallo! Yeah. Okay. Können Sie richtig laufen, Sie auch? Okay, nice. Meine Arme sind immer. Okay, in Hamburg, alle. Schau uns an, alles ist perfekt. Wir schlagen die neue Seite auf. Ich bewundere dein Blick, Baby, lieg im Bett. Wach nicht auf aus meinem Traum. Traum. Die Tage, verdammt, ich liebe deine Art und deinen Namen. Tausend Lieder, ich könnte sie schreiben, volles Buch und endlich Seiten, es ihr beweisen. Warum kannst du nicht bleiben? Ich will nicht weinen, will ich leiden, will ich schweigen. Ich werde weiter auf dich warten, weitere Tage dieses Liebesbuch gestalten. Okay, viel Glück mit Sophia, please, kann leider nicht hier sein. Aber könnt ihr alle richtig laut mitsingen? Ein Liebesbuch schreiben. Okay, das geht lauter. Liebesbuch, das ist ein Liebesbuch. Okay, Hamburg, ich möchte alle Arme. Liebesbuch, lass uns ein Liebesbuch sein. Ein Liebesbuch schreiben. Ein Liebesbuch, lass uns ein Liebesbuch sein. Ein Liebesbuch schreiben. Okay, könnt ihr den Webteil? Wo stehe ich hier? Verlag ich das bei dir? Will ich auf jeden Fall verlieren? Egal was passiert, ich will es gerne noch probieren. Auch wenn du nicht mehr reagierst. Kein Hallo und kein Wie. Ich laufe, laufe. Einmal mal durch den Regen, durch den weiß-roten Nebel. Lauf ohne Pause. Lauf durch den Sonnenschein. Ich laufe. Auf der Suche nach dir. Ganz egal, was passiert, was ich brauche. Ist ein Ausgleich, was bist du? Steht hier für ein Liebesbuch. Auf von Berlin aus, auf Tour wie Reeboks. Insta, Snapchat für ein Tagebuch aus Video. Wart nicht ziellos, fokussiert, ziellos. Auf der Suche nach dem Ausgleich, denn nur in dich bin ich trieblos. Du und ich, plus an, geh aus. Hamburg! Du und ich, alle. Yeah.
jetzt wie ein Déjà-vu. Dein Hass gibt mir recht, also merci beaucoup für das Déjà-vu. Du wünschst mir die erste Madame, wenn ich schreibe und du sagst, was du willst. Doch erzähl mir nicht, ich hätte mich verändert. Egal was du willst, du sitzt im Haus, ich flieg über Länder. Ich fahr nicht dein Film, ich meine, er läuft auf dem anderen Sender. Komm, sag, was du willst, es tut mir leid, doch ich kann's nicht ändern. Ich geh in den Kopf auf der Hand.
So, das Konzert, also die Alles auf dem Weg Tour ist jetzt vorbei und wir haben jetzt 22.10 Uhr und wir fahren jetzt nach Hause. Übrigens haben wirklich alle auf meinem T-Shirt unterschrieben. Ich kann euch das zu Hause zeigen oder ich mache das morgen, weil wahrscheinlich erzähle ich euch morgen noch alles, wie es abgenommen ist und die zu mir gesagt haben und alles drum und dran und so, weil ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, auf jeden Fall. Nach 300 Metern rechts halten und auf die A7 Richtung Flensburg auffahren. Auf jeden Fall hoffe ich schon mal, dass euch der Vlog gefallen hat. Der Vlog wird wahrscheinlich noch weitergehen, aber ich will jetzt schon mal wagen. Ja. Und vielleicht habt ihr, ja, wenn ihr den Vlog jetzt gesehen habt, Bock auch auf die Tour zu gehen. Es gibt immer noch Tickets. Ich verlinke euch alles mal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr sonst auch nochmal vorbeikommen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und die Jungs sind auch mega nett. Und falls du Luca, Mike, Leon, Dennis, TJ und Noah Levi mal sehen willst, dann komm einfach vorbei. Jetzt auf die Tour. Und wir sehen uns dann später wieder. So, ich wollte euch ja noch kurz erzählen, wie das alles so abgelaufen ist. Vorab, bevor folgt, was das ist. Ich habe das hier und das ist ein Schieferhals und ich kann meinen Hals nicht bewegen. Deswegen trage ich das, deswegen beachte ich das nicht. Weil ich habe nämlich vergessen, das hier noch abzufilmen und deswegen mache ich das jetzt. Und ja, also ich war eine Stunde vor Einlass da, da wir ein bisschen Stau hatten und ich auch noch Schule an den Tag hatte. Und ja, also wir waren eine Stunde vor Einlass da. Ich würde es an eurer Stelle vielleicht nicht machen. Ich stand zwar weit vorne, aber in Hamburg war halt auch so gut wie nichts los. Also da waren schon Leute, aber nicht so viele. Aber war trotzdem mega chillig und wir hatten, glaube ich, um 17:45 oder 17:30 Einlass ungefähr und dann am Anfang haben wir so einen Stempel bekommen, der schon ein bisschen ab ist, aber stand halt Danke drauf. Dann haben wir das Tour-Shirt bekommen und dann haben wir halt gewartet. Dann hat halt der Soundcheck stattgefunden mit Mike, Noah, Luca und Dennis. Also Mike hatte nicht wirklich einen Soundcheck, die anderen eher, aber ja. Und dann war da ein bisschen Party und danach war eine Fragerunde, da konnte man halt Luca und Mike Fragen stellen und das war auch ganz cool. Und dann war das, glaube ich, war das so gut wie vorbei erstmal. Dann haben wir ein bisschen gewartet, ich glaube, dann wurden die Basics auch langsam reingelassen und dann ging es halt los mit der Show. Noah hat angefangen, dann kam Dennis, dann kam Luca und dann kam Mike. Sie haben ungefähr so 4-5 Songs gesungen. Auch neue unter anderem. Und ja, dann war wieder Party. Dann konnte man sich umziehen, sich Trinken holen. Und die sind dann halt die ganze Zeit da rumgelaufen. Wahrscheinlich, weil nicht so viel los war. Also sind da halt rumgelaufen. Dann konnte man immer zu denen hingehen. Und ich hatte zum Beispiel ganz viel Zeit mit Luca, ganz viel Zeit mit Mike und Dennis. Das kommt aber auch, denke ich mal, davon, dass bei uns wenige waren. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut abgelaufen. Das war alles mega chillig und gar nicht stressig. Also so wie man Hamburg sonst kennt, so bei Mike oder so, in irgendwelchen Hallen, ich will jetzt nicht sagen wo, war das halt viel strenger und da waren die anders drauf auf jeden Fall. Und da war ja so gut wie gar keine Security, war alles voll chillig und man hat einfach genügend Zeit mit denen. Und also es war auf jeden Fall ein mega Konzert und ist auch alles sehr gut abgelaufen. War alles sehr strukturiert, muss ich sagen. Und
Ja, falls du da draußen jetzt noch mega Bock hast, auch auf die Tür zu gehen, dann hast du noch Zeit. Und zwar gibt es noch 4 Städte, wahrscheinlich ab morgen 3, in die du noch gehen kannst. Das heißt, wenn du noch kein Ticket hast, dann kauf dir auf jeden Fall eins. VIPs kosten 39,90 und ich meine, das geht voll. Der Link zu den Tickets ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei, geht dahin und unterstützt die Jungs einfach, weil die sind wirklich mega, mega cool. Und ich wollte mich ja noch bei Luca, Mike und Dennis und Noah bedanken, dass sie überhaupt nach Hamburg gekommen sind, dass sie so eine Tour gemacht haben. Also falls es noch eine zweite Tour von Luca, Mike und so geben wird, dann werde ich auf jeden Fall auch dabei sein, weil es war wirklich eine mega coole Erfahrung, es war mega chillig und man konnte sich endlich auch mit denen unterhalten, weil ich ja sehr lange schon die supporte und deswegen sehr glücklich war, dass ich sie wieder sehen konnte. Und ja, also schau auf jeden Fall bei der Auf dem Weg Tour dabei. Es ist noch Frankfurt, Stuttgart, München und Berlin, glaube ich. Also falls das in deiner Nähe ist, hol dir auf jeden Fall Tickets. Unterstützt die Jungs, macht die Jungs glücklich, denn sie freuen sich über jeden, der kommt. Und egal ob dick, dünn, egal. Geht einfach hin, macht die Jungs glücklich. Und ja, so war es ungefähr. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir einfach unten in die Kommentare oder auf Instagram. Da beantworte ich auf jeden Fall noch Fragen, falls ihr immer noch Fragen habt. Bevor das Video aber vorbei ist, möchte ich euch noch kurz etwas mitteilen, da ich nicht genau weiß, ob alle das jetzt mitbekommen haben. Deswegen sage ich es hier nochmal. Und zwar habe ich einen neuen Snapchat-Account, der heißt DJackie, also hier wie auf YouTube, bloß zusammengeschrieben. Der Grund dazu ist, dass ich auf meinem neuen Handy nicht mehr auf Snapchat raufkomme, da ich das Passwort nicht mehr weiß. Die E-Mail ist gelöscht worden und die Nummer stimmt auch nicht mehr, deswegen komme ich da halt nicht mehr ran. Deswegen habe ich jetzt einen neuen gemacht. Dort werde ich jetzt auch aktiv sein, immer posten und eventuell auf der Flamme mit ein paar aufbauen. Muss ich aber noch schauen. Auf jeden Fall, das wollte ich nur noch kurz gesagt haben und jetzt geht's noch kurz weiter mit dem Video. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!